Der Luftdruck presst die Halbkugeln zusammen. Denn er wirkt jetzt einseitig nur noch von außen auf die Kugel, da im Innern keine Luft mehr vorhanden ist. Zieht! Und ja! Guericke hat endgültig bewiesen, dass ein Vakuum erzeugt werden kann und dass der Luftdruck eine ungeheure Kraft darstellt, die wir Menschen nur gewöhnlich nicht spüren, da sie von überall her gleichmäßig wirkt. Mit Hilfe von Gewichten kann Guericke darüber hinaus auch die Kraft messen, die aufgebracht werden muss, um die beiden Halbkugeln zu trennen.